Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier im Toxic Valley und haben noch einiges zu tun hier. Ich wollte eigentlich ganz schnell nach L, nur für eine Folge mal. Heute ist Ostern 2019 noch, zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest. Und ja, wir waren ja im Livestream letztens, das hat dann doch zu stark geruckelt. Jetzt geht's. Wir sind ja auch nicht mehr im Livestream. Ja, scheinbar hat... Oh, was ist das? Ballons. Mr. Squeeze. Squeezy heißt er. Da gucken wir natürlich mal. Ja, wahrscheinlich frisst OBS dann doch zu viele Ressourcen für meinen Rechner. Das klappt dann wohl irgendwie nicht mehr. Wir haben ja Fallout 76 schon mal live gestreamt auch. Und da hat es dann funktioniert. Letztens hat es leider nicht funktioniert. Hier gibt es köstliche Limonade. Handgemischt mit... Limonade. Zutaten aus hiesigen Quellen. Aha, was hat er denn? Er hat Limonade und die üblichen Rezepte. Aber wir müssen ja trotzdem mal gucken und ein Foto schießen. Wenigstens das machen wir. Hier gibt es Limonade. Kalt, erfrischend und mit Zutaten aus biologischem Anbau. Na dann... Sind wir mal überrascht? Und außerdem brauchen wir eine Textur und vielleicht gibt es ja einen Aufenthaltsort vom Toxic Valley. Alle Einnahmen kommen der Meister Jimmy Stiftung zugute. Unterstützen Sie Ihre hiesigen Straftäter. Leider sieht es jetzt gerade nicht danach aus, als hätten wir hier einen Rahmen bekommen zum Toxic Valley. Das kommt vielleicht noch. Hier gibt es Limonade. Kalt, erfrischend und mit Zutaten aus biologischem Anbau. Alles biologisch, natürlich. Ja, ich denke so, das geht schon. West Virginia... Und Foto. Dann kam eine Nachricht von einem Tod von oben. Bevor wir... Kalt, erfrischend und mit Zutaten aus biologischem Anbau. Bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ja, das ist jetzt denkbar weit weg, da werden wir sowieso nicht viel sehen, aber wir hören den Donner des Einschlags. Der kommt hier an, na gut. Schauen wir mal, was wir jetzt machen können. Okay, okay. Mr. Squeezy, wir wissen Bescheid. So, Tod von oben können wir ignorieren. Da werden wir wohl keinen Einfluss drauf haben. Sammeln. Wir sind gerade nicht überladen. Was haben wir denn da überhaupt für eine Mutation gerade? Mutation. Parasiten haben wir. Nein, das nicht. Chamäleon. Im Kampf. Unsichtbar. Wenn ohne Rüstung und bewegungslos. Ach was. Im Kampf. Naja, okay, das lassen wir einmal. Oder sieht man vielleicht doch was? Nein, kann man doch gar nicht sehen. Naja, wenn, dann wäre es irgendwo da drüben. Und jetzt haben wir nur noch unsere Aufgaben, die wir auch wirklich machen wollen. Jetzt öffne das Wasserventil bei Wavy Willards Wasserpark, repariere den Markenautomat von Prickett's Ford und wende dich an Miss Annie. Ja, ich war der Meinung, wir müssten hier noch irgendwelche Tiere abmurksen, aber das war dann wohl eine tägliche Quest, die hier zusammenhängt mit dem, was vor uns ist. Das ist die Jagdhütte. Das ist die Blackbear Lodge, die Jagdhütte, und da gibt es dann wohl eine tägliche Quest. Na gut, darum brauchen wir uns zum Glück dann nicht weiter zu kümmern. Zum Glück, da ich es nicht unbedingt drauf abgesehen habe, irgendetwas zu jagen. Ich muss sagen, ich möchte gar nicht so gerne hier in den Wavy Willards Wasserpark. Warum nicht? Wir waren noch nie da. Ja, und dann ist es doch total interessant vielleicht. Ja, ich dachte, wir machen das zusammen mit Sacrifice und mit Sarah im Let's Play Together dann.
Ja, aber jetzt spoilern wir uns quasi. Ja, das ist die Schwierigkeit, wenn man eben mehrere Let's Plays zu einem Titel dann macht. Entweder man hält sich zurück, was bei mir überhaupt nicht möglich ist. Zumindest bei Fallout-Titeln nicht. Entweder man hält sich zurück oder man treibt die anderen an, dass man eben so schnell wie möglich dann die Sachen macht. Aber so machen wir das ja nicht. Wir sind ja keine Treiber. Und außerdem, wir machen das alles ganz relaxed und so, wie wir eben gerade Spaß dazu haben. Auch im Let's Play Together entscheiden wir uns meist dann spontan. Da haben wir eigentlich jetzt keine riesen Ziele vor uns, dass wir sagen, wir müssen bis dann und dann dieses und jenes Gebiet erforschen. Nö, so machen wir das nicht. Richtig so, wie es Spaß macht, wie es kommt, auch oftmals. Wenn es möglich ist. Oh, Moment, da haben wir aber doch irgendwie etwas hier in diese Richtung. Repariere den Markenautomat von Prickett's Ford. Ja, ich tippe mal drauf, dass wenn wir hier mit Miss Nanny sprechen, dass sie uns dann sowieso hier hinschicken wird. Also von daher werden wir vielleicht doch mal hier in diese Richtung gehen. Genau. Planänderung. Auf uns schießt wer? Aber wer? Ich höre doch gar nichts. Wir waren ja gar nicht unsichtbar. Haftbefehl? Hier spricht der Leiter der Strafanstalt der östlichen Region. Bei unserer letzten Gefangenenzählung herrschte gähnende... Hier spricht der Leiter der Strafanstalt der östlichen Region. Bei unserer letzten Gefangenenzählung herrschte gähnende Leere. Offensichtlich hat es einen Massenausbruch gegeben. Ich autorisiere die Wärter, entflohene Häftlinge zu suchen. Aufgrund von Überbelegung und der für die Versorgung lebender Gefangener nötigen Logistik ist der sofortige Einsatz tödlicher Gewalt gestattet. Das scheint ein Problem mit dem visuellen Erkennungssystem des Wärters zu geben. Keine Zeit, das jetzt zu reparieren. Ich brauche diese Häftlinge. Ja gut, wir haben den Nährstoffentzug durch Parasiten jetzt. Aber wir haben auch dieses endlich mal eine brauchbare Mutation für uns. Also das Chamäleon haben wir. Zum ersten Mal, wenn ich mich recht erinnere. Und das hätten wir auch ganz gerne behalten. Oh nein, meine Maus. Was macht die Maus da mit mir? Moment. Unter falschem Verdacht, das ist jetzt einfach so aufgegangen. Ja, das machen wir jetzt im Moment nicht. Tourismusbüro. Ja, damit haben wir im Let's Play Together... damit haben wir im Livestream, wollte ich sagen, ganz genau. Im Livestream haben wir damit angefangen und das machen wir jetzt auch weiter, damit das schön hier auch in der Serie passt alles. Graftons Computerbürgermeister hat mich gebeten, diverse Touristenattraktionen in Vorbereitung auf die Touristensaison zu reparieren. Moment. Ja genau, repariere die ganzen Sachen und dann sonstiges, wende dich an Miss Annie. Weiß ich jetzt gar nicht, was das ist. Vielleicht was Tägliches? Nein, da ist gerade nichts. Eine Hauptquest? Nein, da ist auch nichts bei den Nebenquests unter sonstiges. Ja, da ist was. Das gehört also gar nicht dazu. Ja, sehr schön. Dann kümmern wir uns also weiter hierum. Das ist ja noch ein weiter Weg. Oh nein, wir haben Durst. Zu trinken sollten wir aber genug... Oh, so viel haben wir auch nicht dabei. Harte Limonade. Das reicht doch erstmal. Moment. Warum? Ach so, ja, das ist das Richtige hier.
Schon wieder Hunger, ja. Wir haben Parasiten, die wollen natürlich auch was futtern. Was ist das hier eigentlich? Was können wir denn hier ernten? Gold, Gold! Ach, eigentlich ja, aber wir sind dann sofort wieder überladen gleich. Das wollen wir auch nicht so gerne haben. Immerhin sind wir dann scheinbar gleich aus dem Toxic Valley raus. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Was sind hier für komische Geräusche? Brombeeren, die können wir doch essen. Erkrankungschance ist zwar hoch, aber so ein bisschen Nahrung geben sie dann auch. Oh. Moment, wo müssen wir hin? Hier hin? Karte? Ja, ich denke, wir laufen da schon richtig. Es wird größer, das Symbol. Ah, ja gut, 100 Meter noch. Oh, Prickett's Fort entdeckt. Ist das gut? Ist das unser Ziel vielleicht sogar schon? 25 Meter, ja klar. Aha. Okay, erstmal sollten wir ein bisschen was essen. Haben wir Hunger? Ja, Hunger haben wir. Da haben wir doch noch das gute Hundefutter in der Dose. Oh, eine Karotte. Im Moment nicht. Haben wir sonst vielleicht noch irgendetwas Zubereitetes, das weg muss? Ah, ein paar verdorbene Sachen haben wir da. Ansonsten wäre das Hundefutter in der Dose wohl doch das Beste, was wir machen können im Moment. So. Und dann gucken wir mal, ob wir das repariert bekommen. Was brauchen wir dafür? Ein Zahnrad und eine Federung. Ja, dann reparieren wir das. Und als nächstes sollen wir das Wasserventil bei Wavy Willards Wasserpark öffnen. Warum ist das grau, Mr. Dr. Faustus? Das weiß wohl niemand so genau. Jetzt gucken wir uns gar nicht um. Wir sollten wenigstens... In Wahrheit griffen die konföderierten Prickett's Fort niemals an. Aber es ist eine ganz unterhaltsame Vorstellung. Der Kurator wird die nächste Vorführung ankündigen. Bitte warten. Aha. Wisst ihr was? Jetzt sind wir einmal da. Dann gucken wir uns auch um. Wir haben sowieso Hunger und Durst. Da finden wir doch bestimmt hier irgendwo eine Kleinigkeit für uns. Da hier Mr. Handys sind, hoffe ich, dass das friedlich ist hier einigermaßen. Oh, so viele Kanonenkugeln. Ja, die haben Gewicht. Das weiß ich so. Knopf. Ach so. Ah, da war vielleicht schon jemand vor uns da gerade und hat hier schon geplündert, oder? Was haben wir hier Schönes? Nichts für uns zum Nehmen. Ein Brief ist das, okay. Münzen? Ein verbranntes Buch. Machen wir mal alles wieder schön zu.
Stimpak können wir natürlich gebrauchen. Ja, ansonsten ein schönes Museum hier, aber ja, wie gesagt, es wird wohl kurz vor uns jemand hier gewesen sein, der dann schon hier ordentlich eingesammelt hat. Wer weiß, was es hier sonst so zu sehen gibt. Es sieht mir jetzt alles so ein bisschen leer aus. Aber gut, was wir hier machen sollten, ein Foto sollten wir davon machen, da wir zum ersten Mal hier sind. Ich bin Dick Shale und möchte Sie beim historischen Wahrzeichen Prickett's Fort willkommen heißen. Dieser Teil der Geschichte wird Ihnen präsentiert von Nuka-Cola. Der Park enthält eine Rekonstruktion eines Forts und erinnert an das harte Leben in Virginia im ausgehenden 18. Jahrhundert. Begeben Sie sich mit mir über den Weg auf der rechten Seite zum nächsten Abschnitt der Tour und erleben Sie einen faszinierenden Spaziergang durch die Geschichte. Ja, wunderbar. Wir haben sogar einen Rahmen bekommen hier von Prickett's Fort. Ja, das gefällt mir so. So machen wir das. Oh, die Karten bekommen wir gar nicht. Was hast du zu sagen? Hallöchen? Ich muss außerdem gestehen, dass die Vorlagen, nach denen Prickett's Fort erbaut wurde, sich im Nachhinein als stark übertrieben herausgestellt haben. Okay. Sollte er das denn sagen? Oh, eine Mr. Handy Summenklinge. Sollte er uns das als Besucher denn überhaupt so offen alles mitteilen? Oder sollte er eher an der vorgegebenen Geschichte festhalten? Ach, wir finden doch hier bestimmt ein Rezept oder so etwas. Eine fette Kampfflinte haben wir hier. Und Marken, ja, da weiß ich jetzt nicht, ob die was wert sind, ob die was wiegen vor allem. Das wäre interessant zu wissen. Aber auch hier sieht das alles ziemlich geplündert aus. Ranger-Hut. Ich glaube, der ist ein bisschen was wert. Die kaputte Kamera. Oh, das Ranger-Outfit ist Dave was wert. Können wir sofort mal gucken, was das wert ist. Ranger-Outfit. 200 Kronkorken ist das Ding wert. Noch ist Ostern, sonst würde ich das jetzt direkt anziehen. Das passt ja jetzt gerade ganz gut hier in die Gegend. Aber wir lassen unsere Osterkleidung erst noch an. Wie ich finde, bis jetzt eine der schönsten Kleidungen, die ich hier gesehen habe. Ja, gut. Bis auf das Raketen-Outfit, ja. Das haben wir ja nicht mehr bekommen, nicht wahr? Da haben wir an der Wand geschlafen. Ja, ich weiß nicht. Es war so viel zu tun auf dem Kanal, ich habe das gar nicht mitbekommen. Dass es das dann irgendwann nicht mehr geben sollte. Ich jammere dem immer noch hinterher. Ich weiß. Das ist aber auch schön und ich wollte das von Anfang an haben. Ich habe das irgendwann mal gesehen und wollte es haben. Hab gesagt, so, das wollen wir haben, wenn wir genug Atome haben, holen wir uns das. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, links zu gehen. Wir sind Linksgänger und sollten das vielleicht tun. Dann habe ich aber gesehen, da oben ist ein Pfeil. Der Pfeil beschreibt wohl eine Wanderroute und wir gehen mal von unserem üblichen Vorhaben ab und gehen in der nächsten Folge den Pfeilen nach. Ich bedanke mich an dieser Stelle allerdings für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes, denn diese Folge ist vorbei. Daumen hoch von mir für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!